Herzlich willkommen beim Kaduma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kaduma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Luzi, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Podview-Folge von Kaduma. Heute bei mir ist Tobi W. Geboren ist er 1991 und seit 2015 ist er als Kedumas-Sprecher aktiv dabei. Damals hat er angefangen bei der letzte Geparden-Bär. Da hat er auch direkt eine Doppelrolle übernommen. Einmal einen Polizisten in Zivil und später dann auch nochmal einen Polizisten in Uniform. Das sollte aber nicht sein letzter Auftritt gewesen sein, denn wenig später war er wieder zu hören in der Miniserie Dragonina Esmeraldina, dort als Drache Schlovenziquai und als Drache Linus. Auch da hat er wieder eine Doppelrolle gehabt. Danach war er zu hören in Der Wassermann aus der Emscher, ein sehr, sehr seltenes Projekt, so an sich betrachtet, denn Der Wassermann aus der Emscher ist ein Projekt, wo zum Beispiel Sud als Sprecher nicht beteiligt war. Da hat Tobi W. den Bergmann gesprochen. Dann hatte man Tobi W. auch noch im Keduma-Krimi Im Namen des Fisches gehört. Dort hat er auch wieder so die Rolle eines Polizisten gesprochen. Also Tobi hat es wohl sehr mit Polizisten. Bei den Keduma Lach- und Bettgeschichten hat er einen Uhu gesprochen und später dann beim Thema Oma Inge hat er den Enkel Klaus gesprochen. Sowohl in Oma Inge 3 als auch später bei den Keduma Minis mit Oma Inge. Ja, wir sind heute auch mal wieder in einem nepalesischen Restaurant, wie ihr unschwer hören könnt, ne? Die Meerschweinchen im Hintergrund, die leisten uns Gesellschaft, wie sollte es auch anders sein. Und jetzt ist er neben mir, Tobi W., ehemals Rorschach. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, erstmal. Wie kommt man überhaupt auf den Namen Rorschach und warum hast du dich dann später dafür entschieden, den überhaupt zu ändern, dass man dich jetzt mittlerweile hauptsächlich nur unter Tobi W. bei den Kedumer-Filmen kennt? Ja, also den Namen Rorschach, den hatte ich mir eigentlich damals ausgedacht, das war eigentlich mal ein Game-Attack von mir. Den habe ich zusammengebraut aus dem Namen Rorschach. Das ist eigentlich eine Superheldenfigur, aber eher eine böse Superheldenfigur aus den Filmreihen und Comics namens Watchmen. Und die 917 ist an ein altes Rennauto von Porsche gedacht. Genau, mea culpa, genau, Rorschach 917, die Zahl, die fiel mir jetzt nicht ein, danke, dass du mich jetzt korrigiert hast. Ja. Genau, ja, ich habe immer so gedacht, so wie zum Beispiel bei einer Totenkopfflagge, bei einer Piratenflagge, so der Totenkopf und dann hast du so ein altes Rohr, so ein geknicktes und das andere ist so eine Schachfigur, ne? So statt den Knochen habe ich mir das dann immer vorgestellt. Und ich so, ja, das könnte auch ein Rohrschach sein. Das stimmt. warum hast du dich dann später dafür entschieden, deinen richtigen Namen quasi zu benutzen? Dachte, na komm, wenn du schon so oft sprichst, warum sollte man jetzt die Person namentlich nicht kennen? Ich meine, gut, man sieht mich zwar nie auf den ersten Blick, aber ist halt nicht bei jedem Synchronsprecher mal so. Das ist richtig.
Aber wir kennen dein Gesicht mittlerweile durch Luzi wettet mit der Folge mit dem Surströmming, mit dem leckeren Fisch. Genau. Der übrigens sehr, sehr köstlich war. Ja, der war super. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, dann macht das gerne bei mir auf dem Kanal. Ja, legen wir los mit der ersten Frage. Aber man muss auch noch mit dazu sagen, Tobi ist mit einer der ältesten Sprecher, also nicht wegen seinem Alter, sondern wegen der Zeit, wo er schon Keduma mit unterstützt. Da warst du einer der ersten, die mit dabei waren. Richtig. Frage 1. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Boah, ja, meine Lieblingsrolle war eigentlich gewesen, dass ich den alten Drachen damals gespielt hatte. Den Schlowenzikwai? Genau, den Schlowenzikwai, weil ich weiß nicht, der blieb irgendwie in meinem Kopf hängen und ich habe mir gedacht, der hat eigentlich den größten Erinnerungswert und auch allein der ungewöhnliche Name Schlowenzikwai schon alleine, der erstens hört man den nicht oft, ne? Und zweitens, ja, er ist einfach ziemlich lang geschrieben. Ja, das stimmt. Das war in der Miniserie Dragonina Esmeraldina und da hast du ja noch einen anderen Drachen gesprochen, den Linus. Genau. Das war ja der kleine Drachenfreund von der Dragonina. Aber der Schlowenzikwai, der hat es dir mehr angetan. Ja, vor allem, weil ich danach ein bisschen heiser wurde. Ja, stimmt. Daran kann ich mich noch erinnern. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ja. Eigentlich war keine. Ja, außer halt das Optische, ne? Das eine ist ein Drache und du bist ein Mensch, ne? Richtig, das ist der einzige Unterschied. Und der Schlowenzikwai hat eine rauchigere Stimme als du. Richtig, ja. Und er ist auch ein paar Jahre älter als ich. Stimmt, ja. Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Lieblingsfigur, abgesehen von Kenoma. Also bei Keduma, gibt's da eine Figur, die du total cool findest? Wie gesagt, also beim Schlowenzikwai kann ich eigentlich schon bleiben, wie gesagt. Ja. Was jetzt eigentlich dazu zurückzuführen ist, wer auch noch ganz gut ist, ist eigentlich nur Oma Inge. Ja, Oma Inge. Die Oma Inge, die hat halt ihre guten Sprüche drauf, sie macht ihren Mann immer zur Sau. Ja. Auch wenn er noch nichts angestellt hat. Ja, das stimmt. Aber meistens, wenn er was angestellt hat, werden die Sprüche immer besser. Ja. Frage 4. Was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Ja, halt auch mal so die Zwischenzeiten, wenn du jetzt auch mal einen Fehler gemacht hast, ja. Da so ein paar Outtakes mal so gestehen zustande kommen. Einfach, dass man da zusammen mal lachen kann, dass man da wirklich aus tiefster Seele anfängt zu lachen miteinander. Ist einfach nur das Beste daran. Ja. Auch wenn du jetzt die Sachen selber sprichst, auch heiden Spaß, aber trotzdem, wenn du da mit dem gemeinsamen Lachen einmal dran bist, kannst du einfach gar nicht mehr aufhören. Da kann ich mir gut vorstellen. Frage 5. Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Also ich bin ehrlich, ich würde sogar mal Themen über Zukunft, Vergangenheit halt mit Zeitreisen viel zu tun hat. Ja. Und dass du mal auch wirklich, sagen wir mal, was Futuristisches mit einbauen könntest oder so Steampunk-mäßig, irgendwas in dieser Richtung würde ich gerne mal machen. Mehr so für Kinder oder für Erwachsene? Sowohl als auch. Also es sollte eigentlich schon individuell für alle geeignet sein. Ja. Also bei Kindern, da wärst du ja dann super geeignet, vielleicht mal eine mögliche dritte Staffel von Gretel und Zauberer Zoppo mitzumachen, weil die reisen ja durch die Zeit. Ja. Und ja, oder halt was komplett Eigenes, ne? Also wenn du da Ideen hast, dann
dann aufschreiben und dem Sud sagen und dann kann man ja die Ideen ausarbeiten. Kann man machen. Aber es ist, sagen wir mal, wenn ich jetzt sagen würde, dass irgendwas Futuristisches ist, würde ich auch sagen, kulissenmäßig vielleicht auch mal eine oder andere Figur. Ja. Ich meine, das ist eine Heidenarbeit und kostet natürlich auch ein bisschen, ne? Aber das wäre jetzt so mein Vorschlag. So halt, dass du wirklich so siehst, dass man so technisch sieht, dass die wirklich in der Zukunft sind mal oder sagen wir mal, dass die jetzt auf einmal eine Zeitmaschine haben oder dass die jetzt ein Raumschiff haben, dass die einen Raumanzug anhaben oder einfach andere Kleidung dementsprechend anhaben. Ja. Das wäre so meine Vorstellung oder dementsprechend auch von der Redensart schon ein bisschen moderner sind oder sagen wir mal weiser geworden sind im Gegensatz zu der Vergangenheit. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend und interessant. Das wäre mal was anderes für Kilomar. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also man könnte da vielseitig eigentlich was machen. Ja. Kilomar kann, ich sag mal so, als Marionettentheater kann man sich sehr, sehr gut variieren. Ja, das stimmt. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Also privat distanziere ich mich meistens ein bisschen. Ich gucke mir meistens immer nur die rohen Filme an, also wenn sie noch ungeschnitten oder sagen wir mal gemacht wurden. Ja. Gucke ich sie mir mit an. Gucke mir an, wie das Ergebnis so geworden ist. Eventuelle Vorschläge für Verbesserungen und auch Lobe für Sachen, die richtig gut geworden sind, die man auch für weitere Projekte nehmen könnte. Aber so im Großen und Ganzen distanziere ich mich eher davon ein bisschen. Einfach, dass ich habe auch viele andere Sachen noch im Kopf, die ich auch so zu tun habe. Ich meine, ich bin Vater, ich habe eine Frau und ein Kind zu Hause. Und klar, dass ich da nicht immer direkt auf Kedoma achten kann, aber größtenteils versuche ich da trotzdem immer irgendwie mitzuhalten. Und ich habe gehört, du hörst auch selber deine eigene Stimme nicht so gerne, ne? Ja, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Ich meine, es ist immer noch für mich ein bisschen eigens. Aber das ist wirklich Kopfsache bei mir. Ja. Aber mittlerweile komme ich damit schon einigermaßen zurecht. Du bist ja auch mit der Sprecherin Tatze, ehemalig Shina Ohria, zusammen. Ja. Verlobt, oder? Verlobt. Wie ist das, als ihr das die Kiruma Minis mit Oma Inge gemacht habt? Da hat Tatze ja den Enkel Fritz gesprochen und du den Enkel Klaus. War das ein komisches Gefühl oder konntest du das dann gut auseinanderhalten oder wie war das so? Also für mich war das eigentlich ganz normal. Also ich weiß, wie meine Frau ist, ich weiß, wie sie tickt, sie macht ihre Sachen immer super. Ja. Die Sprechrollen, die sie da gemacht hat, die waren auch echt Hammer. Die Stimmen, die sie auch darauf hatte, muss ich sagen, top. Ja, und wie gesagt, wir hatten eigentlich auch einen heilen Spaß zusammen. Ja. Also, unabhängig davon, eigentlich nichts beanstanden. Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir eine Fortsetzung wünschen bei Kiruma? Von gar keiner, die sind alle scheiße. Ja, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber es geht um die Werwolf-Geschichte, die du damals hattest. Der Werwolf vom Silberwald oder der Schmidthaus der Werwolf? Da, wo dir damals das Drehbuch abhanden gekommen ist, beziehungsweise wo es, was du vielleicht immer noch suchst. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welches von beiden das war. Ja. Wo du sagtest, dass du, wenn du das nochmal in die Finger bekommst, irgendwann, dass du das nochmal neu machst. Ich meine, du hast auch irgendwie mal eine Figur gehabt, die du dann nicht mehr gefunden hattest oder dass die dir kaputt gegangen ist. Irgendwie sowas hast du mal erwähnt gehabt. Ja, stimmt. Ich meine, das war dann der Schmidthorster Werwolf. Ja, ja. Dass man da irgendwie eine Fortsetzung kommt oder dass man da vielleicht mal so eine kleine Geschichte nochmal extra machen kann für den. Weil das Thema war eigentlich recht interessant. Ja. Und da das eines seiner älteren Projekte ist. Das stimmt. Würde ich sagen, gerade so die kommen auch mal gerne in Vergessenheit, die älteren Sachen. Ja. Man die vielleicht mal so ein bisschen aufpoliert, also wie so ein kleines Remake macht, dass man da vielleicht auch nochmal ein bisschen weitergeht über eine Geschichte danach. Ja. Mit vielen Überraschungen, die man da wirklich offenhalten kann. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Idee. Also eine Fortsetzung vom Schmidthorster Werwolf, ja, warum eigentlich nicht? Halte ich mal im Hinterkopf und gebe ich dann so weiter.
Frage 8. Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Also wenn du dir irgendeinen Charakter aussuchen wollen würdest, wo würdest du dann sagen, hey, für irgendwann ein nächstes Projekt würde ich gerne, keine Ahnung, einen Teufel oder einen Zauberer sprechen oder einen Rennfahrer? Ich bin ehrlich, ich würde gerne den Mann von der Enge gerne mal sprechen, wenn ich ehrlich bin, weil ich fand den irgendwie auch so ein bisschen faszinierend, dass ich meine Stimme da vielleicht auch so ein bisschen wiedererkennen könnte. Ja. Ansonsten kommt drauf an, wie die Rollen sind oder welches Projekt gerade ansteht. Ja. Das ist wirklich zufällig dann. Alles klar. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene und warum? Ja, ich sag mal so, ich bin eher dann für die Erwachsenen-Sachen, weil klar, als Erwachsener hat man natürlich ein bisschen mehr den Humor von einem Erwachsenen, wie man es schon sagt. Klar, ja. Ich kann mich auch in die Sachen von Kindern gerne reinversetzen. Ich spreche auch gerne diese Kindersachen. Ich meine, ich habe zuweilen auch selber ein Kind jetzt und war selber mal eins. Ja, ja, und, ich habe gedacht, du warst immer schon so groß. Und ich hatte als Kind natürlich auch mal eine blühende Fantasie gehabt. Also im Grunde könnte ich eigentlich beides machen, aber lieber trotzdem würde ich immer noch die Erwachsenen-Sachen machen. Ja. Einfach, weil da mehr die Witze drin sind, die man eher als Erwachsener versteht, als Kind oder als Jugendlicher vielleicht. Alles klar. Was ist deine schönste Erinnerung an Keluma? Die schönste Erinnerung an Keluma? Oh, eigentlich, als ich die erste Rolle gekriegt habe. Ich habe mich gefreut, dass ich Teil des Keluma-Teams wurde, dass ich einsprechen durfte und dass ich jetzt bis heute noch ein festes Lied bin. Auch wenn ich jetzt ab und zu vielleicht mal nicht mehr bei den Rollen dabei war, aber... Kannst du dich an deine allererste Sprechrolle noch erinnern? Nein. Das war damals der letzte Gepardenbär. Da hast du eine Doppelrolle übernommen. Einmal als Polizist und einmal als Kriminalbeamter. Also als einmal als Polizist in Zivil und einmal als Polizist in Uniform. Ah, okay. Ja. Ich könnte mich wirklich mal daran erinnern. Ich weiß nur, jetzt wo du das mit Polizist sagst, ist irgendwas mit Mozart 1860. Ja, yeah, genau. Genau. Frage 11. Warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Keluma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Ja, ganz einfach. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, es muss ja nicht nur einen Gefallen als Hilfe oder sagen wir mal, ja, kann man so sagen, also ich habe das gerne auch Spaß gemacht. Ja. Da kann ich jetzt nicht beifügen. Alles klar. Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keluma ist für mich ein abwechslungsreiches Thema. Also abwechslungsreich. Ja. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keluma, abgesehen jetzt vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest und wenn ja, welche und warum? Also ich habe... So habe ich eigentlich gar keines. Also du bist da voll und ganz zufrieden mit den Figuren deine Stimme zu geben und reicht. Genau, das reicht mir voll aus. Ich meine Kulisse und so weiter und diese Figuren machen und so, das ist, überlasse ich eher... Dem Chef. Alles klar. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Keluma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Ja, was ich gerne wissen wollte, ist, wenn Keluma das nächste Jubiläum hat, ob es dann auch mal so eine Jubiläumsgeschichte gibt, die jetzt speziell so eine Geschichte über Keluma so erzählt. Das ist eine... Verdammt gute Frage. Also Keluma ist jetzt 2021 18 geworden. Da gab es ja die erste Staffel von Gretel und Zauberer Zoppo. Nach, ich glaube, 16 oder 17 Jahren im Archiv. das nächste Jubiläum wäre ja 2023, wenn Keluma 20 Jahre alt wird. Mhm.
Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht und sucht noch keine. Also man will auf jeden Fall irgendwie was Besonderes machen, klar. Aber wir wissen beide noch nicht, was genau. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Und wenn du da Ideen zu haben solltest, dann werde ich sie dir auf jeden Fall offenbaren. Voll toll. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Kedumaländer, Sultanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Auf jeden Fall würde ich mitnehmen noch Anziehsachen. Ja. Mein Handy, um immer erreichbar zu bleiben. Ja. Und natürlich Medikamente. Also Anziehsachen, Handy und Medikamente. Ja. Ja gut, ich meine, mit dem Handy kann man ja auch toll Fotos und Videos machen. Denke ich mir auch. Ah, das wird sich dann ja für den Urlaubstrip lohnen. Richtig, also da musst du jetzt nicht noch unnötig eine Fotokamera mitschleppen, die jetzt, auch wenn sie bessere Fotos machen mittlerweile als jedes andere Handy. Ja. Finde ich, reicht eine Handykamera für gute Qualität eigentlich aus und du hast nicht so viel Ballast mit dir. Ja. Ich kann so sagen, aber wenn du jetzt auch mal so eine kleine Wanderung oder sonstiges machst, hast du noch genug Platz für andere Dinge. Und wenn du einen Rucksack jetzt bei hast oder so. Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Mich einzufühlen, mache ich manchmal auch gerne mal ein paar Anläufe mehr. Ja. Gut, ich verspreche mich natürlich auch, aber ich versuche natürlich schon möglichst in die Sprechrolle reinzukommen. Versuche auch die Betonung einigermaßen gut hinzubekommen. Damit ich später, wenn ich jetzt die Rolle wirklich perfekt einspreche, keine Aussetzer bekomme oder irgendwelche Satzfehler, dass ich mal, sagen wir mal, statt ein N, E sage oder ein F, sagen wir mal, was weiß ich, ein B kommt. Ja. Als kleines Beispiel. Ja, ja. So versuche ich es dann halt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Probleme habe oder mal, wie ich jetzt bei Schlowenzi zum Beispiel heiser wurde, dann ich vielleicht eine Pause brauche, mal was Kaltes trinke oder so. Ja. Also, wie gesagt, man sollte lieber ein paar Anläufe nehmen, gucken, dass man da keine Fehler reinhaut. Dann funktioniert das eigentlich ohne Probleme. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Also, ich versuche mich größtenteils an das Drehbuch zu halten. Gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, wo ich mir denke, okay, da kann man vielleicht so einen kleinen Reha machen. Ja. Dann finde ich, dann hat das so einen kleinen Fluss in den Text und kommt dann so dementsprechend auch mal rüber. Aber größtenteils sind die Drehbücher meistens so gut ausgeklügelt, dass man da wirklich kaum was korrigieren müsste. Mhm. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Zum Beispiel, wenn du jetzt jetzt auf gleich, so wie ein Lichtschalter, traurig klingen musst oder lustig klingen musst oder betrunken oder jetzt hier wie bei Klaus ist ja ein Enkel, der homosexuell veranlagt ist, dann musst du dich auch in die Figur richtig reindenken können und eher ein bisschen anders Empathie geben in der Stimme. Wie schwer ist das für dich, so spontan Gefühle oder Auffälligkeiten in der Stimme zu machen? Also ich bin ehrlich, gefühlsmäßig, klar, also ich sag mal so, ich bin nicht der Beste darin, sagen wir mal so, ich bin auch nicht der Schlechteste. Klar, in der einen oder anderen Sache werde ich eine Übung brauchen, keine Frage. Reinversetzen kann ich mich schon. Manchmal brauche ich vielleicht ein bisschen länger, aber im Endeffekt kann ich das doch hinbekommen. Also klappt dann ganz gut. Ja. Ja. Finde ich bis jetzt aber auch. Kommt drauf an. Kommt auf die Situation an, wie mein Gemüt gerade ist. Ja. Also, immer gerne mal ein bisschen von der Rolle, da denke ich mir, ach komm, ich brabbel jetzt einfach mal so. Und dann denke ich mir auch, gewacht werden und zack, scheiße, du musst ja jetzt wirklich mal was machen da. Ja. Du musst dich langsam mal da reinversetzen, sonst dauert das noch Stunden. Und man muss ja auch mal ins Bett. Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen Tausenden von Fans, die ja hauptsächlich dich als Stimme kennen, sagen? Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr
Kiruba mitverfolgt, die ganzen Geschichten und Witze und Späße, die dort gemacht werden. Wie auch live habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, wenn Kiruba live mal aufgetreten ist. Fand ich, hatten die Kinder super viel Spaß gehabt, gerade die Kinder. Auch ein paar Erwachsene waren auch mal mit dabei, haben sich auch mit in die Geschichten der Kinder reinversetzt, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt korrigiere. Also einmalig, also das Publikum war auf jeden Fall begeistert davon. In YouTube kann man natürlich das Publikum nicht hören, sondern eher die Kommentare, klar, aber die Kommentare an sich sind auch super. Also hier stehen auf jeden Fall deine Fans bei. Freue mich natürlich auch jedes Mal drüber, wenn neue dazukommen. Ja, und es freut mich sehr, dass ihr so weitermacht. Ja, und natürlich auch deinen Fans, ne? Viele, die dich gerne hören, viele, die sich freuen, dich zu hören, wenn sie Oma Inge schauen oder Dragonina oder der Wassermann aus der Emscher und dann sagen, ach, der Tobi, da ist er wieder zu hören. letzte Frage, dann bist du mich schon wieder los. Ein Glück. Ich dachte direkt weg. Frage 20. Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Würde ich auf jeden Fall gerne. Also solange ich nicht meine Stimme verliere, gerne. Ja, cool. Ja, das waren die 20 Fragen, die ich an dich hatte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, war mir ein Vergnügen gewesen. Ich hoffe, wir können auch noch mal irgendwann wieder eins machen, wenn es mal wieder soweit ist. Ja, gerne. Ich bin gerne offen. Auf jeden Fall auch bald wieder neue Projekte. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Projekte, wo wir dich hören werden. Es kommen ja bald die Keduma Minis mit Oma Inge raus, da werden wir dich hören. Der Podview, der wird dann erst nach der Veröffentlichung von den Minis zu hören und zu sehen sein. Aber das ist so auf den Tag heute quasi das, was so als nächstes ansteht. Ja, bleib so wie du bist und dir weiterhin alles Gute, auch privat. Und ja, bleib uns noch lange erhalten. Ja, dir auch alles Gute auf jeden Fall und trotzdem weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, liebe Leute von heute, das war die Folge mit Tobi W. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann sage ich mal bis demnächst.